Ich glaube, jeder im Gegnerteam hat mehr Damage gemacht als du. Selbst der 1-9 Jace hat mehr Damage gemacht. Ja. Okay, dann... Welche Elo bist du? Ich bin... Also, ich spiele nur Flex und ich bin da jetzt Diamond 1. Und in Solo-Queue? Warte, du spielst nur Flex? Warum spielst du nur Flex? Ja, es ist eine längere Geschichte. Also ich spiele schon länger League und Solo-Queue hat mir nicht gut getan und dann bin ich irgendwann auf Flex umgestiegen. Das spiele ich dann hauptsächlich mit meinen Freunden auch und Okay. Auch alleine? Nee, also hin und wieder spiele ich auch alleine Flex, aber hauptsächlich mit einem Kumpel. Okay. Rolle? Ja, ich bin Midlaner. Deiner besten Midlaner bist du 3 Stück? Ja, Cassiopeia, Syndra und Orianna. Okay, so ein bisschen Oldschool-Champions hier, ne? Okay. Wo siehst du denn deine Probleme? Ja, also ich bin überhaupt... Also ich habe das Gefühl, dass ich halt noch so ein richtiger... Also ich bin kein OTP, aber ich bin überhaupt nicht anpassungsfähig. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine, weiß ich nicht, Anivia spiele oder irgendwas anderes oder so eine Innie auch, was relativ leicht ist. Ich bin halt richtig, richtig schlecht und ich bin nicht ansatzweise so gut wie auf meinen anderen 3 Champions. Und wenn ich dann auf eine andere Rolle gehe, bin ich halt eine absolute Katastrophe. Wobei das halt, glaube ich, wenn ich dann spiele, nicht so ein großes Problem ist, weil ich bekomme ja eigentlich immer meine Charaktere. Ich habe immer das Gefühl, dass ich vom Spiel wenig Ahnung habe und dass ich einfach nur mit meinen Mechanics halt da bin, wo ich jetzt aktuell bin. Zumindest habe ich immer denselben Gameplan, den ich verfolge. Genau. Und das ist welcher? Gewinn? Nee, also ich immer auch Matchup abhängig, aber meistens versuche ich immer, also wenn ich meinen Gegner nicht töten kann, also wenn ich ihn nicht snowballen kann in der Mitte, dann bin ich eigentlich permanent am Roam. Und versuche dann, mich irgendwie anders ahead zu bekommen. Ja, und dann halt auf Objectives, ne? Und dann versuchen, das Spiel irgendwie zu beenden. Okay. Weißt du, wie Coach bei mir aussieht? Ich habe ein paar Videos von dir gesehen. Also so einen Grundumriss kenne ich, auf jeden Fall. Dann, let's go hier. Nee, das Ding ist halt, es ist jetzt schwierig einzuschätzen, wie gut du bist, weil es ist Flex. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, wenn du jetzt in ein Flex-Game reingehst, kannst du auch gegen Premade spielen, was es ein bisschen schwierig machen kann. Oder auch mit Premades. Das ändert halt den Flow des Games, weißt du? Ja. Also ich könnte jetzt halt theoretisch auch in Solo-Queue reingehen, aber das wird halt dann nicht passen. Nee, also ist fein. Ich war nur ein bisschen verwirrt, deswegen nicht wundern. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass das jetzt nicht in den Arsch beißt. Aber dann schauen wir einfach mal. Weil hättest du jetzt oder so Cassio eingeloggt oder hattest du einen Grund? Nee, also ich pick. Also, wenn das Team noch eher passen würde, hätte ich vielleicht noch Syndra gepickt. Das ist dann so ein Bauchgefühl, aber grundsätzlich pick ich meistens Cassio. Okay. Wie sieht das hier aus für dich? Was denkst du, was siehst du, was fühlst du? Okay, pass auf, Leute. Ja, ich werde versuchen. Also grundsätzlich finde ich das gut, wie das jetzt hier, also ich finde mein Team gut und das gegnerische Team, ja, ich finde mein Team besser und ich werde versuchen, den Fizz am Anfang ein bisschen auf den Sack zu gehen und dann werde ich schauen, ob ich ihn töten kann oder irgendwie mich ahead bekomme, ansonsten werde ich versuchen, die Botlane den Schwierigkeiten zu machen. Also Leute, sein Grandmaster 6 ist ein Piss Low Master Solo Queue. Ja. Das ist schon ein crazy Sprung. Der Master Wukong ist Dia 4 in Solo-Queue. Fizz sieht aber auch eklig aus, das Matchup. Ja, also es kommt immer darauf an, wie gut der Fizz dann selbst ist und wie ich das dann spiele. Der Ding darf nicht absteppen. Warum darf er absteppen, der kleine Kick? Warum darf er absteppen? Weißt du, wo der gegnerische Jungler ist? Der wird jetzt Botzeit sein. Also der wird hier in dem Bereich sein. Okay, Wir gesehen, wie lange der gebraucht hat. Aber ich gehe oft, ich würde jetzt aber auch... Okay. Gut, lag ich falsch. Oha, er freest das sogar. Crazy. Ich bin mal gespannt. Leute, gucken wir mal nach, wo wir ihn einschätzen, okay? Also sieht er soweit aber noch ganz entspannt aus, mehr oder weniger in der Mitte, oder? Ja. Seine Wave ist so bad. Ich glaube, Fizz müsste 6 vor ihm hitten. Der Edit ist gleich Level 6 und gibt ihm mies eine Bombe, wenn er gut ist. Aber ich glaube, das ist aktuell ein bisschen gefährlich. Ja, Fizz kann nicht weit von 6 sein. Warum base du? Weil ich glaube, ich gleich ein Problem kriegen würde, wenn er gleich Level 6 wird. Und ich bin...
Nee, der Jarvan ist so ein Idiot einfach. Es war actually time waste. Ich will noch einmal zurück. Das schafft er nicht, der ist tot, der. Oh mein Gott, Digga, was ist das für eine schlechte Fist-Kombo gewesen? Wow. Was soll Jarvan machen sollen? Jarvan kann nicht für den Gank gehen, wenn der Fist bereits links steht. Okay, der Bree hat dich zumindestens. Ja. Ah, ich hätte mein Backboard wohl durchziehen sollen. Ist jetzt nicht so schlimm, aber... Na, die Wave Shield kacke, no? Ja, ich würde das jetzt hart reinpushen, dann würde ich mal gucken. Wobei Botlane kann ich nichts machen. Wenn er sich von dieser Frage verunsichern lässt, war er sich doch so oder so schon nicht sicher. Er sieht ihm tot einfach ins Auge. Geil. Ja. Was ist denn? Was würdest du denn sagen? Okay, ab jetzt habe ich die denn unter Kontrolle, jetzt wo ich ihn umgebracht habe? Ich glaube, ab jetzt wird es deutlich einfacher, weil ich ja auch World of Ages gehe. Ja. Und ja, der kann mich ab gleich nicht mehr umlegen. Und also mit seiner Full Comp. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, sieht jetzt besser auf jeden Fall aus. Habe halt am Anfang den einen Fehler gemacht. Ich finde es top. Hast du jetzt so einen Plan, wie es generell für dich weitergeht? Ja, also ich würde jetzt reinpushen und dann würde ich, ich würde mir jetzt die Platings holen. Digga. Beziehungsweise ich gehe jetzt zu. Aber Jarvan wird das hinkriegen. Wie er den Fizz. Digga, der Trainer spielt einfach sein eigenes Spiel. Ja. Ich muss auch sagen, also ich muss auch sagen, das Spiel ist halt jetzt weniger von mir abhängig, weil die Lanes laufen halt. Ne? Ich bringe jetzt mal Miss. Ich denke mal, der Fizz wird jetzt Bot gehen. Komplettes Selbstläufer-Game. Man kann einfach Bing Chilling machen. Ich will jetzt rauspushen, dann gehe ich auch Bot. Warum willst du Eis essen? Ich will doch gar kein Eis essen. Digga, Michi, einfach Hater gegen Mickey Mouse, Mann. Walt Disney ruft an. Die sind sauer auf dich, Bro. Okay, das war jetzt auch gerade pretty greedy, holy shit. Ja. Digga, ich weiß nicht. Ich weiß das legit nicht. Oder gewinnst du so in der Regel deine Spiele? Also ich habe aktuell ja mit Casio, glaube ich, eine 60% Gewinnrate. Mhm. Und, also wenn ich jetzt auch wieder viel mehr spielen würde wie damals, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das auch halten könnte eine Zeit lang. Und, ja. Aber ich bin, glaube ich, der Meinung... Also ein Freund hat mir das ja gebucht, das yeah. Coaching bei dir. Mhm. Und zum Geburtstag hat er mir das geschenkt. Yeah. Und ich könnte, glaube ich, mit ein paar Kniffen, wenn ich die auch noch rausbekommen würde, dann könnte ich wahrscheinlich noch wesentlich besser spielen. Mhm. Genau, und deswegen bin ich hier. Mhm. Was machen die alle? Hä, ich wurde doch schon gestern hart gefickt von allen. Ich weiß gar nicht, warum wir da so viel Hackmack machen, wenn der Trainer eh schon das Game beendet. Ja, wir kriegen halt jetzt zwei Turrets hier, die C2 Turrets. Also grundsätzlich war das halt auch, glaube ich, eine dumme Idee, dass wir das jetzt gemacht haben. Keine Ahnung. Da wurde einfach mega hart contestet. Ja, und so sehen zum Beispiel voll oft meiner Games, also es wird sich einfach, ist so ein bisschen wie ein Aram, ne? Ich bin einfach der Vater von Bruiser und Tankringer. Erzähl mal was zum Spiel. Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht zufrieden gewesen mit mir. Ein paar Fehler gemacht. Gewonnen am Ende dann, weil wir einfach das bessere, oder was heißt bessere Team, ne? Wir haben halt, individuell hat halt jeder seine Lane gewonnen, irgendwie. Und, Würdest du deinen Zustand als gewonnen beschreiben? Also von den Zahlen her war ich, glaube ich, usefuler als der Fizz. Gewonnen, ja. Ja. Du hast aber 6000 Damage gemacht. Ja. Ich glaube, jedem gegnerischen Team hat mehr Damage gemacht als du. Selbst der 1-9 Jace hat mehr Damage gemacht. Gut, ich bin auf der anderen Seite weniger gestorben als die anderen, aber ja, da stimme ich dir schon zu. Aber es gab halt auch, fand ich, weniger Situationen, wo ich halt, ja. Hast du denn welche versucht zu erzeugen? Der Dragonfight, ne?
Ja, der ist nicht so gut ausgegangen. Ja, das war dann. Ja, nee, okay, kann ich schon. Also, wie gesagt, das ist ungünstig gelaufen. Also, ja, was den Damage angeht, würde ich dir zustimmen. Komm mal rein. Womit ist die Wave an? Ja, damit ich vor ihm Level 2. Ich wollte vor ihm Level 2 kann werden. Er die Wave contesten? Kann er upsteppen gegen Achso, dich? nein, 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 kann er nicht, kann er nicht. Okay, das heißt, sagen wir beide Level 1 seid, ist es für wen besser? Für mich. Je weiter du jemanden wegsaulst, desto mehr gepressured fühlt er sich. Das erste ist der Lane-Fokus und der Map-Fokus. Was wir jetzt haben, ab jetzt wird es interessant, ist dein Gameplan. Jungle-Tracking, 4 Dovidovs. Ich dachte gerade, wir haben Vayne Midlane. Ja. Ah, mal gucken. So. Ich hoffe, das Game läuft besser als das letzte. Okay, man. Wie siehst du dein Matchup? Ja, also ich habe immer gute Erfahrungen gegen Orianna gemacht. Also das Ding ist, sie kann zwar mit ihrem Q mich immer auf Range halten, aber wenn ich dann einen Fight force, dann ist sie eigentlich immer im Nachteil. Und deswegen bekommt sie das eigentlich nie hin. Sie hat jetzt Face Rush dabei und halt TP, ich habe Ghost. Ja. Ich denke. Wie verteilst du deinen Fokus? Ich verteile meinen Fokus dieses Game am Anfang halt natürlich 80-20, also 80% Lane und 20% Map und dann gucke ich mir halt an, wie das jetzt funktioniert und dann würde ich, also ich würde aber für dieses Game auf jeden Fall versuchen, die Botlane zu bekommen. Mhm. Ja, wir müssen flexibel sein, immer wichtig, ne? Ja. Okay. Ja. Dann das Wichtigste erstmal, wir schauen gleich auf Jungler. Mein Team will auch invaden, wie es aussieht. Aber mal, ne. Like, der Ort hier saugt mich einfach aus. Ich weiß nicht, ob ich am Copen bin. It's a disaster. Trinkst ja, wir haben auch das Beste draus hier gemacht. Hier ist nicht viel drin. Die Orianna müsste jetzt meines Wissens eigentlich reinpushen. Also wenn ich Orianna gewesen wäre. Oh Gott, meine Nase schon wieder. Und ich muss mal sagen, Delphi. Ja? Ich habe jetzt auch, bin im ganzen Trubel. Ich weiß gar nicht, wo jetzt Jarvan angefangen hat. Ich denke... Ja, der wird bei seinem Blue Buff angefangen haben, deswegen mache ich das jetzt aber so. In der dritten Minute wechsle ich. Wir können uns ja auch an unserem Jungler orientieren, denn der geht nach oben hin. Ja, also du musst das heißt. Den ja auch covern. Ja, okay. Wobei irgendeiner meinte, ich sollte am besten meinen Fitnesskram machen. Der kann mir nichts. Der ist tot. Oh. Wenn du getroffen hättest, ja. Ja, scheiße. Ja. Ich würde es hart pushen, ne? Also jag doch gerne deine Kuss mit rein. Ich weiß nicht, warum du so sehr an dir rumspaßt. Guck mal, Botlane machen die gleich ein Play. Ich weiß gar nicht, ob die low sind. Vielleicht können wir das reinpushen und dann auch runtermoven. Okay. Weil die Vi steht da schon so, weißt du? Ich weiß gar nicht, wie viel Leben deren Botlane hat. Ja. Und du weißt es auch nicht. Die ist tappen, hast du ja gezählt. Ja. Ping, dass du kommst. Wir können ja. Wer schon hier bist, Deepwater Enemy Jungle. Also nicht ganz so deep, aber es fällt. Kannst du das noch spielen? Nee, hast recht. Ich lass es einfach. Schauke ist es ja auch, dass wir den Jarvan auch gleich unten sehen werden. Ja. Also du hättest das schon ein bisschen früher umdrehen können, als ich schon angefangen habe mit dem Play, aber ist okay. Jarvan ist das jetzt hier. Ey, deine Camps, deine Minions? Ich wollte den Backport abbrechen. Oh, das ist aber ein sehr teurer Abbrechen. Aber sie verliert ja noch mehr Minions, weil ich jetzt reinpushen kann, oder nicht? Ja, mach das mal. Okay. So, Jarvan ist Botzeit, das heißt, ich gehe hier hoch. So, jetzt tankt dein Cannon. Die ist so dämlich, die ist so, die hätte laufen sollen. Das Cannon Mini tankt 8 Tower Shots. So, jetzt bin ich einfach grundsätzlich viel, viel stärker als sie. Und jetzt wäre mein Plan auf jeden Fall, dass ich Jarvan jetzt topside. Unten. Ich würde immer Danger pingen, bitte. Bitte ping das immer jedes Mal. Ja, das Problem ist gerade, ich weiß gerade nicht, wo ich mein Danger Ping gebannt habe. Ich habe es eigentlich nur auf den Scrolldings. Okay. Ja, deswegen funktioniert das jetzt nicht. Aber das behalte ich im Kopf. Guck mal, der will jetzt die Lane da halten. Theoretisch könnten wir jetzt auch Drake machen. Und ich push. Vergiss nicht, wenn Jarvan kommt, muss es von oben sein. Ja. Okay, wir wollen Drake machen. Supi. Ist auch cool für deine Legend-Rude. Ich glaube, da war der Pinkbot im Gebüsch, oder? Hab ich mich gerade verguckt? Hinter den Drachen einmal. Oh nein, du musst alle hinten. Gold, ne? Nein, nicht für das Gold. Du hast auch eine Legend-Rude dabei. Legend Tenacity. Ach so. Du kriegst instant voll Stack. Kannst du es versuchen, gegenzudrücken? Ja, ich will sie jetzt sogar fighten.
Schade. Ich wollte gerade sagen, du musst unten hovern. Aber du bist schon ich war ja grundsätzlich weiter unten. Ja, bis du dann auf einmal hochgegangen bist. Du hast dir mittendrin im Fall gedacht, ich positioniere mich nach oben. Meinst du, als ich Javan-Ult geholt habe? Oder nein, vorher schon? Nein. Schon als du angefasst hast gegen Ori 2, bist du hochgegangen. Ja. Hab ich was verpasst? Ich bin top in den Raum gegangen und hab die Cannon abgeholt. Super. Bist du stark in dem Game? Ja, ich glaube, mich kann niemand besiegen aktuell. Okay, dann nutzen wir das jetzt mal wieder aus. Also, ich würde mal shoppen gehen, ne? Achso, ich hab mir jetzt gedacht, weil Javan ist meiner Vermutung nach Botlane und ich will da jetzt. Achso, okay. Auch sein. Vielleicht bin ich sogar ein bisschen zu. Also, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich lasse dich einfach. Ja. Aber ich kann. Gut, wir können jetzt auf jeden Fall den Tower hier pushen und dann gehe ich back. Das Ding ist, du hast gerade Arrow Pressure wahrscheinlich aufgegeben und die werden den jetzt auch bekommen. So, dann pass auf, lass mal versuchen, für den Fall, dass die es noch nicht tun, dass wir den Herald machen oder auch, dass wir anfangen, überall Stress zu machen, denn deine Map ist halt so ein bisschen immer noch dabei. Du machst Tab drauf. Okay, ne, wir wollen halt versuchen, die so ein bisschen zu stabilisieren. Ja, also ich bin Bot gegangen und der Javan hat das halt als Chance gesehen, um Herald zu machen. Okay, ich ping sie jetzt hier hin. Oh. Ach, scheiße. Der Motherfucker ist angry. Fuck! Ah, schade. Ja, ich hab einfach gedacht, dass wir das spielen können. Mach mal mit. Ihr habt da gesplittet, ne? Das Ding ist, Javan hatte keine EQ mehr. Ja. Du hättest auf den drauf gehen sollen und nicht auf Ori. Du hast voll auf die drauf getunnelt. Ich glaube, es ist dir generell wichtig, deinem Lane-Gegner auf die Fresse zu hauen, oder? Also ich hab einfach gedacht, ich kann Orianna da an dem Punkt jetzt einfach abholen und dann kann ich mich später dem Javan widmen. Okay. Ja, aber ich glaube, das sollte nicht so ein großes Problem sein, dass ich jetzt hier gestorben bin. Ich denke, mein Tower wird das durchhalten und wir kriegen jetzt Dragon, wenn die jetzt da unten sterben. Hoffen wir das doch. Wenn die Orianna jetzt so ein bisschen. Kenne es unten. Ja. Das ist nicht gut. Ich krieg auch nochmal den Push auf die Wave. Oh lol, die Ori ist so bad. Kannst du von Glück sprechen? Bist du dir sicher? Deren Respawn kommt auch nochmal gleich an. Ja, ich hau ab. Ich hab das verkackt. Du musst das halt hier halten. Die Vayne rotiert hoch. Ja. Der ist richtig greedy, oder? Schade. Das Gefühl, der ist richtig fucking greedy. Vielleicht kann man die Orienne abholen, dass ich dann danach den Drachen. Ja, der Kennedy den Fight nicht gewonnen, nein. Also wer kennt eine Ulti hätte, dann ja. Aufpassen für der Ori. Ja. Oder sie kommt nicht? Lol, was? Die ist einfach am Schlafen. Zurück in die Mitte. Geh Richtung Mitte. Genau. Wir wollen lieber den Weg haben, weil dann bist du immer noch nah genug dran, um deinen Leuten zu helfen. Okay. Okay, die kommt jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ich habe aber gedacht, dass ich die fetzen kann. Die hätte so oder so nicht in den Zug nachgegeben. Wenn ich da Rollfleische. Das war jetzt aber sehr. Die muss jetzt weg, weil Vi kommt. Also das war schon sehr greedy. Ich habe das Gefühl, du bist gerade sehr fickrig. Aber hast du die Chance gesehen? Also das nein. Selbst wenn, sie ist unnötig. Änderst du irgendetwas damit, dass du sie killst? Ich bring, ja, also objektivtechnisch nicht. Ich bringe mich halt nur weiter ahead, ne? Dann ist es irrelevant. Wir sind doch gerade dabei, alles zu contesten, was geht. Ja, okay, ja. Und mein Plan wäre jetzt. Oh, kommt da weg. Richtig, du willst die mit Airways rauspushen und dann runter rotieren, um Dinge zu covern. Ja. Hätte ich nicht besser sagen können. Musst du aufpassen, du hast kein Flash. Ja, ja. Ja, klar. Aber. Spiel slowly. Der Nautilus kommt auch. Oder wir gehen einfach direkt an die ran. Lebe! Ah, schade. Ja, aber das war für uns das war als Team worth. 3 für 1, wir kriegen den Turret. Und das Ding ist auch noch, was ich immer auf meiner Seite sehe, ich habe jetzt meine Core-Items, plus ich scale halt 10-mal besser als jeder von denen. Also, das Ding,
Ja. Also das Ding ist, ich will im Spiel meistens auch, also wenn das ins Late Game geht, das ist ja Favor für mich. Also, das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn da ein Kennen ist, der auch monströs scaled, Ja. eine Xayah, die auch sehr geil scaled und eine Ori, die auch sehr geil scaled. Ja, irgendwie sehe ich Cassio da nochmal ein bisschen drüber, aber ja. Na, das Ding ist, deren Champions sind nicht bad gegen dich. Die Ori kann dich geil auf Range halten, es sei denn, sie griefst rein. Ja. Die Xayah mag Champions, die in sie reinlaufen wollen. Und Kennen ist halt, der ist halt Pikachu, you know? Oh lol. Der kleine Keck. Die Rare kein Flash. Müssen wir auf Ken noch passen, dass er hier nicht Mit hinultet. Airwave, mit Airwave. Genau, und jetzt will ich Sidelane spielen. Der Drache ist auch eh gleich wieder ab, ne? Ja, genau. Wir müssen jetzt nur noch quasi Waves pushen und danach mit den Leuten von Objective to Objective moven. Mehr ist er jetzt gar nicht mehr. Ich komme da in den Voice rein. Silphi, was hast du für komische Kings? Ich so, hä? Hey, wäre das ein paar Sekunden später passiert. Aber egal, Ja. deine Brees haben dich. Also ich bin da aktuell auch ein bisschen so, dass also Das ich Sacrificial Lamp, ja. ja genau, ich werde gerade also geopfert, aber das ist mir okay. Wir kriegen jetzt den Das ist Drachen. völlig okay. Ja. Das ist ja dasselbe auch ähnlich wie bei Body Vision, weißt du? Wenn die in der Ja. Nähe sind, um dir Body Vision zu geben, sind sie auch nah genug dran, um dich noch mit zu covern. Die sind halt auch alle hier rüber gegangen, weil hier hatte ich Body Vision von jemandem. Ich weiß nicht mehr, wer da war. Ja, ist okay. Oh, das ist schade. Ping Nash. Ping Ja, wir Nash. kriegen. Lol. Like, how anticlimactic einfach. Oh nein. Einfach, ey, können wir rausgehen? Können wir rausgehen? Der Javan liebt nämlich auch wieder. Okay. Gut, für die. Das Also, war halt. du kannst Also nicht. für sie war es zu spät. Ja, also. Du kannst nicht okay sagen und dann weiter reingehen. Ja, war mal wert. Genau, jetzt habe ich mein nächstes wichtiges Item. Ich würde sogar noch vor den. Ich würde auch Obwohl. stayen. Ich würd actually stayen. Guck mal, die machen da in der Mitte noch gerade Stress. Also, es ist dort smarter, bei solchen Momenten nachzugucken, ob du in der Mitte noch rechtzeitig ankommst und wenn nicht, bleibst du noch oben. Denn jetzt bist du off Tempo gerade. Oh nein, jetzt greeden die rein oder was? Geil. Die richtigen Hobos, ne? Anstatt sich zu freuen, geil, wir haben den Gegner auf Tempo gebracht, lass mal weiter chasen. Ja. Und, aber das sind halt so meistens halt die. Also ich habe immer das Gefühl, das League immer so funktioniert. Das Game ist immer so strukturiert, bis irgendein Team Momentum aufbaut und dann ist es halt nur noch YOLO Bolo. Und dann, ja. Dann throwen Wie die das. einen, dann throwen die Ja. anderen. Ja. Und jetzt haben wir das Game eigentlich ziemlich sicher in der Tasche. Aber ich finde es halt schade, dass das wieder so ein Game ist. Also ich habe jetzt deutlich mehr in dem Spiel gemacht. Schau deren Botzer-Jungle. Ja? Ja. Aber ich hätte gern ein Spiel, wo mein Team nicht performt. Das wäre auch mal cool gewesen. Hä, dein Team war behind. Okay, ja. Ihr war doch am Anfang, wart ihr nicht mal ahead? Ich würde aufpassen, ne? Ja, ich bin tot. Ey, einfach der ganze CC crazy. Ja, aber ich habe nicht nachgedacht gerade. Egal, Ey, geh okay. nicht Rabadons. Nee, ich gehe so, das wollte ich jetzt gehen. Geh zu den verbotenen Cassio-Build. Meinst du mit Stormblade? Ja. Du hast Ja. mehr als genug Damage im ganzen Game. Ja. Die sind ja, like, das Ding ist, wenn die durch reindiven, ist es ja auch fein für dich. Da reicht dein Schaden schon Ja, aus. klar. Oder warum farmst du die Raptors? Mein Jungle wird die 45 Sekunden dauert das, bis sie wieder ab sind. Ja, ich weiß, aber schau dir mal an, wie nah sich dort schon mal alle aufeinander Ja. zubewegen. Also mein Grundgedanke war halt, dass sie da jetzt rausgehen, ne? Das Und stimmt, aber ja. aber überfällt erstmal. Oh. Leute, wie die einfach alle überfordert sind. Also ich glaube, mit der Seeker's Armbrust hättest du das nicht so machen dürfen.
Aber wichtig, weil jetzt können wir das Game beenden. Hat die Uri und die gerade Cassio aus den Xayah-Federn gezogen? Ja. Genau, worauf ich hinaus wollte. Lieber movest du 5 Sekunden näher zu dem Team hin und stellst sicher, dass die fein sind, als dass ja, du. Als sie, okay, die, als dass die du 5 Sekunden spät zum Fight da bist, weißt du? Ja. Erzähl mal sowas zum Spiel. Also in Bezug auf die Sachen, die wir hier gemacht haben. Also, was jetzt auf jeden Fall. Also, das Game ist halt deutlich anders abgelaufen, weil einfach. Wir wurden. Am Anfang ja gab es sofort einen Teamfight und also was ich dazu auf jeden Fall sagen kann, also was in diesem Game auf jeden Fall, der Jarvan war für mich überhaupt keine Bedrohung, durch den Tipp, den du auch, also die Tipps, die ich angewendet habe. Außer hab, einmal, das, wo du direkt, dann direkt gegrieft hast. Ja, okay, ja. Ich konnte viel aggressiver gegenüber der Orianna auftreten, weil ich eben dieses Wissen auch hatte. Ja, und grundsätzlich hat das Spiel, also ich war präsent auf der Karte, also ich habe Cannon abgeholt, ich habe zweimal gedived auf der Bot, Dragon, ich habe Pressure. Ich habe einmal haben wir halt Herald abgegeben, weil ich Bot gegangen bin, aber wir haben was gleichwertiges Botlane bekommen. Ja, zum Beispiel in diesem Spiel würde ich schon sagen, dass ich mit einer der treibenden Faktoren war, dass wir halt dieses Game gewonnen haben am Ende. Ich habe auch, glaube ich, nicht den meisten Schaden gemacht, aber mit einer den meisten Schaden. Ja, genau. Also, ich bin deutlich zufriedener mit meiner Leistung jetzt auch gewesen. Aber wobei ich wahrscheinlich noch x-tausend Stellschrauben habe, dass ja, das hier noch natürlich, natürlich, natürlich. Also es geht ja darum, dass du so checkst, was ich von dir möchte und warum, genau. Dass du dann daran dann quasi weiter arbeiten kannst. Denn für dich ist hier dann quasi erstmal Ende, also du hast 3 Stunden, ja? Ja, genau. Wir bewahren uns diese letzte Stunde auf, die gebe ich dir dann als Nachkontrolle dann quasi mit. Das heißt, okay. Das heißt, du hast jetzt erstmal Hausaufgaben, zack, ich habe dir mal einen Code zugeschickt, mit dem kannst du dann eine Stunde dann neu buchen. Okay. Gib die Sachen, find dich rein. Okay. Ja, und dann buchst du nochmal neu und dann gucken wir mal so nach, wie es aussieht. Ist es ja, drin? Super. Hast du es verstanden? Müssen wir mal an irgendwas arbeiten? Weißt du? Ja, das mache ich, Silvi. Okay, gut. Dann. Fand's cool. Ja? Ja. Nee, ich fand's cool und. Ich werde versuchen, die Tipps so gut wie möglich umzusetzen. Mhm. Und vielleicht mache ich mal das Coaching und vielleicht nochmal in so einer Woche oder 2 Wochen. Und dann, haben wir uns nochmal. Okay, gut. Ja, dann wünsch. Fand ich auch sehr entspannt. Und dann haust du rein dann. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ne? Was rein. Bye bye. Ciao.